Hej, mit navn er Henrik Frandsen. Jeg er borgmester i Tønder Kommune. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen her i vores dejlige kommune. En kommune, hvor vi har en hel masse natur i verdensklasse. En natur, som man ikke finder ret mange andre steder i Danmark. Vi har rigtig mange muligheder, både når det gælder uddannelse, fritidsliv, job, indkøb, kort sagt alt, hvad man kan komme i tanke om. Det vil vi gerne vise dig i denne lille korte film. Vi kommer langt omkring, vi vil forsøge at vise så meget som muligt, men vi kan simpelthen ikke nå det hele. Men jeg håber, du får et rigtig godt indtryk af mangfoldigheden i vores kommune. Så rigtig god fornøjelse. Die Tagesstätten und Schulen von Tönner bieten viele spannende Möglichkeiten für die Jüngsten der Familien. Es gibt sowohl private als auch öffentliche Angebote. Durch unsere Lage im Grenzgebiet gibt es auch die Möglichkeit, zwischen dänischen und deutschen Kindergärten und Schulen zu wählen. In der Jugendzeit wird dann etwas anderes benötigt. Wir verfügen über hervorragende Grundschulen und weiterführende Schulen, auf die wir stolz sind. Unser moderner Campus, auf dem eine Reihe Jugendausbildungen geballt vorhanden sind, ist ein sehr gutes Beispiel hierfür. Hier in der Gemeinde Tönner befinden sich auch einige große internationale Unternehmen. Es gibt aber auch viele mittelgroße und kleine Betriebe, welche die Türen für sie geöffnet halten. Wir bieten ein vielseitiges, engagiertes und weit verzweigtes Vereinsleben an. Das bedeutet, dass Sie als Neuankömmling in der Gemeinde schneller ein Teil der Gemeinschaft werden. Wenn Sie ein wenig Kultur brauchen, besuchen Sie doch einfach die Museen in Tönner. Sie finden hier unter anderem eine besondere Wegner-Ausstellung im Wasserturm und die Geschichte von den berühmten Tönner Klöppelarbeiten. In der Gemeinde gibt es auch viele wunderschöne Kirchen. Eine davon ist die Klosterkirche Lügom-Kloster. Die beeindruckende Kirche liegt inmitten fantastischer Natur an einem wunderschönen Bach. Und nicht zuletzt sind auch der große kulturell wichtige Leuchtturm und das Tönner Festival mit Künstlern aus aller Welt einen Besuch wert. Willkommen zu 4 Tagen voller Musik und jeder Menge guter Stimmung. Durch unsere Platzierung auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätte mit dem Nationalpark Wattenmeer bietet unser Gebiet viele ganz einzigartige Naturerlebnisse an. Die Bilder sprechen für sich. Vi har bestemt ikke fortrudt at flytte tilbage til Tønder. Vi har et skønt hus, vi har gode jobs og et liv i balance. Men kom forbi og oplev herlighederne ved selvsyn. Vi glæder os til at se jer.